Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. Ich habe jetzt extra mal gewartet ein Stück, dass die Wollnashornherde der letzten Folge davonzieht und uns hoffentlich nicht in die Quere kommt. Das war dann doch zu viel auf einmal, glaube ich, in der letzten Folge. Die Eiswölfe kann ich aber... Da ist noch so ein Mistvieh! Dem hast du es gezeigt! Also ich kann mich noch daran erinnern, dass die Wölfe, glaube ich, ziemlich... ziemlich wehtun. Vor allem im Rudel. Die normalen Wölfe sind schon ein Problem, aber die Eiswölfe sind nochmal ein Stück krasser. Da. Um dich ist es nicht schade! Haben die Wolfsfälle oder Eiswolf... Oh, nice. Eiswolfsfell. Das weiße Fell der Nordmar liebenden Wölfe. Das ist geil. Die sind halt echt richtig schneeweiß und sehen so aus, als ob sie in Gleitgel getunkt worden sind. Passt schon. Was haben wir hier? Wolfsclan? Hier geht's zum Hammerclan. Ich speichere mal. War ja aufregend genug mit den Wölfen gerade. Da sind noch mehr Wölfe. Das ist toll. Ich sag's ja, mit Nordmar ist nicht zu spaßen. Und es leckt auch ganz gut, was mir ziemlich auf den Sack. Was ist das denn? Ein Säbelzahntiger? Okay. Ah. Guck mal. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn ihr versteht. Ups, nice. 22 Erz müssten wir dann jetzt haben. Ja. Lauf doch mal bitte. Huch. Wie war das mit, hier steht irgendwo eine Hütte? Meinte, hier steht irgendwo eine Hütte an seinem Ahnengrab, aber... So, hier ist es. Hier ist das Grab. Aber dort werde ich keinen Fuß reinsetzen. Oberhalb der Höhle gibt es eine Hütte. Ach, oberhalb dort der Höhle. Dort werde ich erstmal bleiben. Peda ist ein guter Freund von mir. Wer liegt in dem Grab? Einer, ein großer Krieger meines Clans. Orks überfielen ihn aus dem Hinterhalt. Er hatte keine Chance, aber bevor er starb, nahm er 30 von den Bastarden mit in den Tod. Krass. Wann war dieser Ork-Überfall? Das ist lange her. Aber Einers Taten werden bis zum heutigen Tag an den Lagerfeuern meines Clans gepriesen. Ja, ist cool. Gibt es in Einers Grab Schätze? Es gibt Geschichten, aber niemand weiß, ob sie wahr sind. Was für Geschichten? Einige von uns glauben, dass sein Helm mit ihm beerdigt wurde. Hm. Hört sich gut an. Ich weiß noch nicht mal, ob der Helm wirklich magisch ist. Keiner weiß es. Wenn du es rausfinden willst, musst du wohl selbst nachsehen. Aha, kriegen wir hin. Einers Helm. Mehr von den Biestern. Alter, schick mich doch nicht so. Speicher mal. Ich habe Angst. Huch, das wollte ich nicht. Da! Da! So, blöp, 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 blöp. Oh, so viel Erfahrung, wie ich kriegen kann. Ja, dann visier doch mal den Wolf an. Kackspiel, ey. Danke. Ich brauche so viel Erfahrung wie möglich, um... Ich brauche 30 Lernpunkte für große Waffen 3. Das ist ganz wichtig. Und aber auch noch ganz viel Stärke. Ich habe erst 280. Das ist ja schon fast lächerlich. Aber auch nur fast. Hier, Fleisch. Wir haben noch genug rohes Fleisch zum Glück. Bin mal gespannt, ob wir... das Angrab relativ gut bewerkstelligen können. Heilige sind das viele. Oha. Oha, es werden immer mehr. Alter. Und natürlich blocken sie alle. Aha. Hm. Das Problem sind aber auch die Bogenschützen da hinten. Ne? Ah, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. So, aus dem Weg, aus dem Weg. Nein, 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 nein. Arschlöcher. Was passiert, wenn da zu viele da sind?
Die Frage ist aber, was kann ich dagegen machen? Was kann ich dagegen machen? Wie viel Mana habe ich? 132. Ich könnte halt das machen, aber... Ich könnte ein Skelett beschweren. Total dumm. Den Meteor... Ich könnte den Meteor aber ausprobieren, tatsächlich mal. Aber dazu müsste ich halt... Ja, da lohnt sich das nicht, wenn da nur so wenige auf einem Haufen sind. Ich glaube, das ist dann so ein Zauber, der mehrere trifft. Ach, guck mal, hier hinten kommen die gar nicht hinterher. Ich versuche mal so viel wie möglich zu pullen. Oh Gott. Ob das eine gute Idee war. Ah, es sind halt echt eine Menge Skelette hier. Ja, genau das ist das Problem. Und wenn man dabei unterbrochen wird, zählt es halt als verbraucht. Ich könnte das aber halt so machen, wie gerade eben. Dann müssten halt mehr kommen als jetzt beim zweiten Versuch. Und wenn die sich dann hier alle versammeln... Ja, ich hätte nicht gedacht, dass da jetzt jemand hochkommt. Gerade eben beim ersten Versuch kam auch mehr her, aber... Kann mein Plan ja auch so anpassen, das ist ja... Ich glaube, das mit dem Meteor wird nichts, so wie ich das sehe. Aber... Das kann was werden. Jetzt habe ich nicht so viele hergepult. Da ist das auf jeden Fall machbarer. Da ist es auf jeden Fall machbarer und in dem Moment stirbt er. Das ist so typisch, Mann. Ah, ja gut. Das heißt... Einfach mit Pfeilen anlocken und irgendwie versuchen zu töten. Das ist jetzt der große Plan. Gut. Ich glaube, es ist besser, die Hellebarde zu nehmen. Bessere Reichweite. Es ist halt... Es dauert. Vor allem bei so vielen Gegnern. Und da kann man auch verstehen, warum Radgar keinen Bock darauf hat. Es ist vollkommen verständlich. Ja. Ach komm, ey, das ist so nervig, wenn die zustechen. Was halt fast unausweichlich ist, wenn man gegen so viele kämpft. Aber es läuft ja gerade. Ja. Ich sollte sowas nicht sagen. Positive Sachen zu sagen hat immer den gegenteiligen Effekt. Wie man merkt. Ich bin so kacke, ey. Ich schaff das niemals. Siehst du? Funktioniert. Tipp einmal speichern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt alle waren. Guck mal, Feuerfall kann ich wieder einsammeln. Es war natürlich noch nicht alle. Aber das dachte ich mir eigentlich auch schon fast, dass das noch nicht alle waren. Was auch okay ist. Wenn die mich nicht treffen würden. Oder wenn die aufhören würden, mich zu treffen, dann wäre es okay. Gebratenes Fleisch.
Da! Da! Ja. Da! Da! Ja. So. Zum Glück kann ich ins Inventar und Sachen essen, um mich zu heilen. Sonst. Ja. Sonst wäre das um einiges anstrengender. Das ist so schon anstrengend genug, aber. Ohne wäre es unglaublich unmachbar. Ja, aber selbst so, wie man sieht, ist das kein Garant dafür, dass man es schafft. Ja. Ach, geil. Ah ja. Voll davon gesprungen von einem scheiß Fall. Stirb. Ist aber lustig, dass hier wirklich jeder Gegner blutet. Steine bluten, Skelette bluten. Warum auch nicht, ne? Wundert mich, dass Erzadern nicht bluten. Was ist das denn für ein krasses Eis? Ist das ein Spiegel? Nee. Das ist tatsächlich einfach so eine Eiswand da hinten. Krass. Oh, das ist ein schlechter Spiegel, glaube ich. Ah. Ja. Oh nein, es sind noch mehr Gegner hier. Oh, noch mehr Skelette. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es ahnen können? Ja. Also einzeln sind die ja kein Problem, ne? Aber bei zu vielen auf einmal wird es ein bisschen brenzlig. Speichere hier noch einmal. Ich loote die Skelette wie gehabt, wenn ich rausgehe. Ich glaube, die Skelette an sich haben ja auch nichts. Dann ist das später einfacher, wenn nur die Waffen da rumliegen. Fleischschwanze, cool. Also bisher sind hier nur Skelette drinnen, ne? Ist die Frage, oh Gott. Oh Gott. Ist die Frage, ob es auch noch Zombies oder so gibt. Gucken wir mal das aus. Genau deswegen probiert man solche Sachen nicht aus. Wenn die Wirk- oder die Zauberzeit zu lange ist und man unterbrochen werden kann, dann ist das doof. Deswegen finde ich Magie im zweiten Teil so nice, weil der zaubert recht schnell. Also ich weiß jetzt, doch im zweiten Teil zaubert er recht schnell. Vor allem, wenn es einfach nur so ein Feuerball ist oder so. So, Dip. Ein bisschen essen, mal das. Nochmal speichern. Nochmal was trinken, Prost. Ah, der gute Eistee. So. Warte mal. Egal. Ich habe gespeichert, ne? Ja. Mal gucken. Ich nehme mal den hier. Und hab natürlich nicht genug Mana. Wer hätte es gedacht? So. Zack. Jetzt nehme ich den nochmal. Den Meteor. Das ist auch der Geist da hinten, wie ich sehe. Ist das dein Ernst? Immer noch nicht genug? Ja. Wahrscheinlich brauche ich ja 130 dafür. Tja. Krasser Zauber. Oh, guck mal, da hinten ist einer. Wow. Ich hätte gehofft, dass ich zumindest ein paar Skelette komplett ausschalte damit. Ja, ich lade mal. So, ich wollte zumindest, wenn ich das mache, ein paar Skelette mit dem Meteor mitnehmen. Ah, guck mal, das war. Ja, nicht ganz so günstig. Ja, komm. Aua. Blip, 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 blip. So. Ja, so. Meteor.
die standen vorher irgendwie alle mehr auf dem Haufen. Ich probiere es einfach mal hier aus. Komm. Ja. Ich habe ein Skelett kaputt gemacht. Und zwei Fleischschwanzen. Wow. Ich bin von meinen Kampfkünsten begeistert. So, bevor das jetzt zu lange dauert, verschnellere ich den Kampf jetzt gegen die ganzen Skelette einfach. Und dann sehen wir uns gleich. So, das ging doch jetzt schneller als normal, ne? Gut, dann haben wir jetzt nur noch, wenn ich alles richtig gemacht habe, einer. Dann ist noch ein Skelett, aber der ist ja erstmal egal. Jo, komm mal her. Komm mal ran da. Aua. Ja, vielleicht auch nicht. Geh weg. Blip, blip, blip. Ich glaube, die Rüstung, die er trägt, ist auch tatsächlich eine starke Nordmar-Rüstung und Radka hat, glaube ich, einfach nur eine normale Nordmar-Rüstung. Jetzt einfach nur mal die, die es interessiert. Ich glaube, man kann auch beide bekommen. Aua, aua, aua. Nö. Das ist kein fairer Kampf. Du bist untot, deswegen darf ich essen. Ist ja kein fairer PvP-Kampf hier. Oh. Obwohl ich fast annähernd 300 Stärke habe und meine Waffe 140 Schaden macht, hat der gut eingesteckt. Einer. Und da haben wir auch Helm. Diesen Helm trug einer bei seinem Kampf gegen die Orks. Schutz vor zum Schmettern 25 und Schutz vor Klingen 25. Geil. Einers Helm. Mein Helm hat 20-20-20, aber das ist mir egal. Ich zieh den an, der sieht um einiges geiler aus. Wenn ihr versteht. Hat so ein bisschen... Warte mal, wann kam Gothic 3 raus? Und wann kam Skyrim raus? Ich wollte es nur gesagt haben. Ich wollte es nur gesagt haben. Jo. Ich glaube, die... Was war das? Ein Runensockel? Das ist ein Runenstein, ne? Hm, auf dem Stein steht, hier ruht einer. Darunter ist eine Öffnung. Dort könnte man was reinstecken. Einers Grab. Wahrscheinlich habe ich den Runenstein gar nicht dabei, ne? Sonst würde er das wahrscheinlich machen. Macht er das jetzt vielleicht? Nö. Muss ich vielleicht nochmal nach oben zu Radka und sagen, dass ich es vollbracht habe und diesen überkrassen Krieger fertig gemacht habe. Obwohl ich krass im Nachteil war, weil hier noch 30 Skelette waren, ja. Das muss man auch nochmal anmerken. So, Quatsch nehme ich mit. Den hier auch. Denn wir wissen ja alle, Geld ist Macht. Und Macht ist Geld zu haben. So. Danke, danke, danke. Alles mitnehmen. Alles meins. Mein Schatz. Meins. Alles meins. So. Tipp, tipp, tipp. Ja. Okay. Das war unsere erste Quest hier in Nordmar, die uns eine ganze Folge gebraucht hat, gedauert hat, abverlangt hat. Uiui. Ich hoffe, die nächsten Quests werden zumindest ein bisschen einfacher. Tipp, tipp. Rüstiger Zweihänder. So, er meinte, die Hütte steht oberhalb. Das heißt, wir müssen hier lang. Ich weiß nicht, ob ich schon gespeichert habe, aber ich speichere notfalls halber noch einmal. Ja. Tipp. Ich meine, der Helm sieht geil aus.
wie gesagt, hat viel von so einem... Oh nein, bitte nicht. Helm aus Skyrim. Ach, mal hier ist die Hütte. Dip, dip. Und da steht auch Radgar. Ich habe Einars Helm. Du hast Mut, das muss man dir lassen. Wenn du es geschafft hast, den Helm zu besorgen, hast du auch das Recht, ihn zu tragen. Trage Danke. Ihn mit Stolz. Werde ich, auf jeden Fall. Kann ich... Habe ich... Werde ich... Was ist mit dem Runenstein? Kann ich den... Okay. Was ist denn hier gerade? Einars Grab. Ich meine, du hast den... Warum bist du gekommen? Ich nehme keine Lehrlinge mehr. Ich habe meinen Clan verlassen. Ja, das sieht danach aus. Kann ich mit dir handeln? Warum sollte ich mit dir handeln? Gold? Was soll ich hier draußen mit Gold? Es wärmt nicht und es macht nichts satt. Ich könnte auch gegen Wein tauschen oder Warum so. Warum lebst du hier? An meinen Händen klebt Blut. Ich war besessen davon, eine Waffe zu schmieden, wie es sie noch nie gegeben hat. Nur deshalb mussten meine beiden Schüler sterben. Ich verfluche den Tag, an dem ich sie auf die Suche schickte. Scheiß mal auf deine Schüler. Habe ich da gerade geile Waffe gehört? Ist das vielleicht ein Zweihänder? Da. Was sollten deine Schüler suchen? Die Zutaten, die ich brauchte, um meinen Traum zu erfüllen. Ich schickte sie hinaus, obwohl ich wusste, dass die Suche gefährlich ist. Sie bezahlten es mit ihrem Leben. Ich hätte selbst gehen sollen. Ach, scheiß mal auf die kleinen Weicher da. Was war Zutaten? Was für eine Waffe wolltest du schmieden? Ein Schwert. Wie man es nur einmal in seinem Leben schmiedet. Ein Schwert, das von Generation zu Generation dem größten Krieger des Clans weitervererbt wird. Eine Waffe aus reinem Erz. Ah, oh, geil. Kannst du mir zeigen, wie ich so ein Schwert schmieden kann? Nein, es sollen nicht noch mehr Männer sterben. Wenn du lernen willst, geh zum Hammer-Clan. Ingvar, der Erzschmelzer des Clans, kann dir zeigen, wie man Waffen aus reinem Erz baut. Was willst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche neue Felle. Die Nächte hier draußen sind kalt. Verstehe. Wie viele? 20 Eiswolffelle. Die sind schön warm. Und Erz. Ich brauche Erz. Jetzt reicht's aber. Nein. 10 Brocken Erz brauche ich auch noch. Das reicht dann. Ich überleg's mir. Warum sollte ich mit dir handeln? Ich habe Erzrohlinge. Oho. Sind ziemlich selten. Gut, das reicht schon als Begründung. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich den Ahnenstein haben sollte und es platzieren sollte da unten, aber den habe ich nicht. Genug davon habe ich auch. Davon habe ich auch bald genug. Ich speichere mal und gucke mal, ich wollte gerade sagen zwischen den Folgen, aber wenn ich so mal hier bin und gespeichert habe, kann ich auch einfach mal aus Versehen so machen. Ich meine, meine Waffe ist mir ausgerutscht. Jetzt habe ich beide am Arsch. Kann ich auch gleich mal gucken, was seine Waffe für Werte hat. Ah, Mann, ey. Das hat man davon, wenn man neugierig ist. Zum einen will ich gucken, was das für eine Waffe ist, und zum anderen möchte ich jetzt wissen, ob er den Runenstein hat. Mehr will ich doch gar nicht. Er hat den immer noch. Wenn ich diesen Runenstein jetzt nehme, und die Barbarenstreitaxt und 2 Erzrohlinge. Lalala. Bin mal gespannt, ob die dann immer noch böse auf mich sind. Er hat auch Nordbarer Nebelgeist, einer von den beiden. Ach hier, 62. Das sieht aber geil aus. Das sieht echt geil aus. Tut das weh. Ja, mal gucken, ob die noch böse auf mich sind gleich. Aber ich will erstmal hier runter. Und gucken, ob ich den Ahnenstein platzieren kann. Weil wie gesagt, ich bin der Meinung, dass ich den Ahnenstein hätte bekommen sollen. So, können wir ja gucken. Jetzt kann ich ihn zumindest mal lesen. Ah, dieser Ahnenstein wurde von allen in Nordmark geklaut. Er gehört zum Grab eines gewissen Einer. Alles klar. Oh, die Folge ist schon wieder so lang.
Karl. Passt schon. Ihr seid es doch mittlerweile gewöhnt, oder? So. Da liegt er auf einmal auf dem Bauch. Oh, guck mal. Schön, dass ich nochmal hergekommen bin. Die habe ich komplett übersehen. Böses Vernichten. Nice. Ein Bartaxt. Oh, kann ich zumindest verkaufen. So, tipp, 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 tipp. So. Ahnenstein benutzt. Passt. Passt. Ruf in Nordsma plus 5, Jagdgeschick und Ruf im Feuerclan. Nice. Boah, das sind auch Gold und Trank der Ausdauer und viel Gold. Ist das Maximalausdauertrank? Tatsächlich, Maximalausdauer plus 8. Geil. Gefällt mir. So. Tja. Ich hoffe, die beiden da oben sind mir nicht böse. Und sie wollen noch mit mir quatschen. Freunde sein. Zur Not habe ich vergessen. Ein paar Mal irgendwo. 10 Mal, das ist so. Wenn sie mir so nicht verzeihen wollen, ja, dann wird es die Magie richten. Aber so habe ich auch nochmal 2 Erzholinge kostenlos bekommen. Und konnte das mit dem Ahnenstein regeln. Ich es hätte eigentlich von vornherein machen sollen, glaube ich. Es könnte natürlich auch sein, dass ich erstmal zum Feuerclan muss. Und dem Bescheid sagen muss, auf wegen, ey, hier und so. Und dann hätten sie gesagt, ja, geh mal zurück und mach das mal. Aber, tja, egal. Jetzt habe ich es so gemacht. Joa, die sind jetzt zwar so. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Aber das ist jetzt okay. Ich kann damit leben, glaube ich. So, Amboss. Kronenplattenrüstung. Vor allem. Oh. Theoretisch könnte man damit eigentlich super Geld machen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel die im Verkauf wert sind, aber die Sachen zur Herstellung sind jetzt nicht so teuer. Speicher mal. Es ist halt die Frage, ob man diese Rüstung verkaufen kann. Ein Katana. Hm. Interessant. Was hat er mit einem Katana vor? Was ist denn das Katana hier? Hm. Ziemlich lang für einen Einhänder. Aber ja. Gut, ich gehe ins Bett. So, dip, dip. Und bis morgens. Bis Mittagspen, meine ich. So wie immer. Weil wir ein faules Stück Scheiße sind, deswegen pennen wir bis mittags. So wie in echt. Quatsch. So. Und an der Stelle beende ich mal die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja. Ciao.